Es gibt in diesen Tagen ja eigentlich nur ein Thema und das sind die Handelsbeziehungen der Vereinigten Staaten mit dem Rest der Welt. Frau Navidi, jetzt also diese Einigung mit Mexiko. Ist das ein gutes Zeichen, dass sich jetzt auch eine Lösung finden lässt in den Handelsbeziehungen zu Europa? Ich denke, von einem Durchbruch mit Europa ist man noch sehr weit entfernt. Insoweit hat das nur sehr geringe Indikationswirkung. Bei Donald Trump muss man ja sehen, dass er grundsätzlich multilateralen Vereinbarungen feindlich gegenübersteht. Und man darf auch nie vergessen, dass er nicht davor zurückschreckt, Verträge zu brechen und geltendes Recht zu missachten. Jetzt gucken wir uns nochmal den Deal mit Mexiko etwas genauer an. Ist das denn jetzt so viel besser als das alte NAFTA-Abkommen? So ganz genau kann man das noch nicht abschließend beurteilen, weil es eben noch sehr allgemein gehalten ist. Bisher das nur so eine ganz grundsätzliche Vereinbarung. Zum Teil ist es sehr, sehr ähnlich mit dem alten NAFTA, mit der Vereinbarung. Und zum Teil ist es auch nachteilhafter. Was vielleicht überhaupt schon mal vorteilhaft ist, dass grenzüberschreitender Handel so weitergehen kann. Allerdings muss man auch sehen, dass der zum Teil stark reglementiert ist. So müssen mexikanische zum Beispiel Autoproduzenten einen Mindestlohn zahlen. Der soll steigen von unter 3 Dollar bis auf 16 Dollar für 40% der Exporte. Das ist natürlich sehr schwer für mexikanische Unternehmen. Aber letztendlich muss man ja sehen, es gibt ja kaum mexikanische PKWs oder kanadische PKWs. Das sind ja in erster Linie, dreht es sich ja um US-Autokonzerne, die dort Teile fertigen lassen oder das eben fertig machen lassen. Das heißt, im Endeffekt wirkt sich das wieder negativ auf US-Unternehmen aus. Warum ist es grundsätzlich so wichtig, den nördlichen Nachbarn, also Kanada, mit an Bord zu holen? Ja, hier muss man sehen, dass in den letzten Jahrzehnten diese drei Volkswirtschaften sehr stark integriert sind, dass hier ganz eng verwobene, sozusagen unsichtbare Lieferketten und Wertschöpfungsketten geschaffen worden sind. Und wenn man die jetzt unterbricht und sei es durch, also im Grunde genommen, was hier zum Teil gemacht wird, ist wie Planwirtschaft, diese Eingriffsbefugnisse der US-Regierung dann auf diese Vereinbarung. Und das steht eigentlich im Gegensatz krass zu der Deregulierung bisher, aber die kann man nicht einfach so trennen, weil wieder, ja, es ist negativ für, wahrscheinlich negativer für Kanada und Mexiko, aber eben auch im Endeffekt negativ für die Vereinigten Staaten. Es ist ja unglaublich hektisch, eine wahnsinnige Geschwindigkeit gewesen, mit der diese Deals jetzt irgendwie durchgedrückt worden sind oder durchgedrückt werden sollen. Warum ist es für Donald Trump so wichtig, eben dieses Tempo hier an den Tag zu legen? Ja, also er braucht einen politischen Sieg. Man muss sehen, diese Verhandlungen, oder von NAFTA spricht er schon von fast seit zwei Jahren. Und er bekommt Druck aus eigenen Reihen von den Republikanern, die traditionell für freien Handel sind. Er möchte das gerne erledigen vor den Wahlen im November. Und wenn er das geschafft hat, dann hat er auch ein bisschen Freiraum für das, was ihm wirklich wichtig ist. Und das ist nämlich China. Damit hat er das größte Problem. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.